Hi, ich bin Matthias von die Praxis Family. Heute geht es um Multiple Sklerose, MS und wo das Ganze herkommt. Ja, Multiple Sklerose, die betroffen sind, wissen, dass sie es haben. Manche wissen noch nicht, dass sie es haben, haben seltsame Symptome und kriegen dann die Diagnose. Was kann ich dagegen tun? Multiple Sklerose hat verschiedene Ursachen. Was die Schulmedizin richtig erkennt, ist, dass das zentrale Nervensystem betroffen ist, also das Gehirn, und dass es im Gehirn verschiedene Zonen gibt, wo sich etwas zersetzt, sklerosiert. Also deswegen multiple Sklerose, weil es an verschiedenen Stellen entsteht im Gehirn. Man kann das Ganze nachweisen mit verschiedenen bildgebenden Verfahren. In der Regel wird das MRT gewählt mittlerweile. Und da sieht man dann ziemlich klar, wo sind diese Läsionen und kann das Ganze lokalisieren und dann eben auch bestimmen. Die Ursache wird häufig genannt als Autoimmunerkrankung. Das Immunsystem greift quasi das Gehirn an, da insbesondere diese Ummantelungen der Nerven, diese Myelinscheiden. Also das Gehirn wird angegriffen, das Immunsystem greift den eigenen Körper an. Also eine Autoimmunerkrankung. Die große Frage, die sich stellt, ist, warum macht das Immunsystem das? Ist das verrückt? Will uns das loswerden oder was ist da los? Und da scheiden sich jetzt wieder so ein bisschen die Wissensgeister. In der Schulmedizin sagt man, naja, keine Ahnung, ist halt so. In der alternativen Medizin gibt es dann durchaus schon andere Ideen. Und auch in der Wissenschaft gibt es andere Erkenntnisse. Aber das kommt häufig in der Schulmedizin nicht so an oder sickert nicht so durch in die Standardleitfäden, wie behandelt wird. Das heißt, standardmäßig wird dann immunsuppressiv behandelt, das Immunsystem wird unterdrückt, wird zurückgehalten mit dem Ziel, diese Nervenscheiden zu schützen. Das kann in einer aktiven Phase, in einem aktiven Schub durchaus sinnvoll sein, als erster Impuls erstmal alles zurückzuziehen, aber es ist definitiv keine Dauerlösung, denn dadurch wird es nicht besser. Das Immunsystem wird einfach nur mehr aufrüsten und es muss dann so weit unterdrückt werden, dass am Ende völlig andere Krankheiten entstehen können, weil man eben dann kein Immunsystem mehr hat. Also das ist nicht unbedingt der goldene Weg. Der bessere Weg ist zu schauen, wo kommt das her? Und dabei möchte ich mit diesem Video ein bisschen helfen. Wichtig zu wissen ist, dass bei den meisten MS-Patienten im Gehirn Vorgänge stattfinden, die man immer wieder aufs Neue wiederfinden kann. Interessant ist zum Beispiel, dass diese ganzen Läsionen in der Regel in der Nähe von Venen sind. Venen, die durchs Gehirn gehen. Die Arterien bringen das frische Blut ins Gehirn. Und wenn es dann abgegeben hat an Sauerstoff und verbraucht ist, kommt das Blut über die Venen wieder aus dem Gehirn raus. Und um diese Venen herum sind oft diese Läsionen. Das Zweite, was man entdeckt hat, ich komme gleich drauf, was das bedeutet. Das Zweite, was man entdeckt hat, ist, dass ganz häufig ein sogenannter Eisenüberschuss, ein freier Eisenüberschuss im Gehirn besteht. Dass der mitverantwortlich sein kann bei der MS. So ganz weiß man zwar nicht, wieso und warum, aber könnte sein. Interessant ist jetzt der dritte Faktor, nämlich, dass es sehr, sehr häufig zu einer hohen Prozentzahl in den MS-Gehirnen Bartonella gibt und verschiedene Herpesviren, Herpes Typ 6, Herpes Typ 8 und aktive Masernviren. Die kommen jetzt nicht durch eine Masernerkrankung, sondern die kommen häufig ganz genau eben durch die Verhinderung, nämlich durch die Masernimpfung, kommen die Masernviren ins Gehirn rein, in den Darm und von da aus ins Gehirn. Und und da haben wir dann die Schwierigkeit, dass wir nämlich Mikroben im Gehirn haben, die durch Eisen aktiviert werden oder durch Eisen oder sich von Eisen ernähren. Gerade die Bartonella liebt Eisen. Viren lieben Eisen. Verschiedene Prozesse, die dort nötig sind, brauchen Eisen. Und wir haben dieses Thema mit diesen Venen und diesem Eisen um die Venen herum. Und jetzt ist die große Frage, was ist da los? Es hat sich gezeigt, dass man sehen konnte, dass im Gehirn Mikroblutungen entstehen können. Das kann sein durch bestimmte Verletzungen des Endothels, dieser Venenwände, wiederum durch bestimmte Faktoren im Körper. Einer der Hauptfaktoren, warum das Endothel Probleme kriegt, können wiederum die Bakterien sein, also Bartonella und Borrelia. Und Nahrungsmittelunverträglichkeiten. Die Unverträglichkeit auf Milchprodukte und Gluten können dazu führen, dass das Endothel eine latente Entzündung entwickelt, eine chronische Entzündung, dadurch weniger fest und widerstandsfähig ist und dadurch mehr
ausdringen kann, als ausdringen sollte. Und da eben vor allen Dingen dieses freie Eisen. Das zweite, der zweite Grund, wo man auch die meisten Erfolge sieht, wenn man das akut begeht oder wenn es akut diagnostiziert wird, ist ein Venenstau im Hals, in der Halsvene. Man nennt das CCSVI. Da gibt es sogar sogenannte CCSVI-Zentren. Das ist dieser Venenstau. Das heißt, es wird ganz häufig bei der Durchblutung auf die Arterien geachtet, aber nicht auf die Venen. Die Venen, wenn stauen, wenn also die Vene verengt ist, das kann wiederum durch zum Beispiel Borrelien oder Bartonellen passieren, weil die lieben das in diesem Endothel zu leben und sich dort zu ernähren von Nährstoffen. Und dadurch kann es zur Entzündung kommen, das Ganze verengt sich und setzt sich zu. Es gibt also einen Stau. Durch den Rückstau entsteht quasi ein Druck in den Venen und dieser Druck sorgt dafür, dass das freie Eisen ausgedrängt wird. Und dann haben wir im Gehirn plötzlich freies Eisen, das da nicht hingehört. Und das ist wiederum dann diese Nahrungsquelle für diese Viren und Bakterien. Und die leben dann in diesen Myelinscheiden. Ja, das sind so Fettscheiden, da können die sich gut drin aufhalten. Und das Immunsystem hat jetzt keine andere Wahl, außer davor zu sitzen und zu sagen, okay, wenn ihr nicht rauskommt, damit ich euch fressen kann, fresse ich halt alles. Und dann geht das Immunsystem los und frisst die komplette Myelinscheide. Und jetzt ist die Frage, wo man da ansetzt. Das heißt, es ist das Entscheidende natürlich, diese Viren zu behandeln, diese Bakterien zu behandeln. Da gibt es unterschiedliche Methoden. Wir arbeiten mit unseren Varianten. Wir testen es halt aus und gucken dann, was ist das Beste, die beste Methode, das beste Mittel, um da zu arbeiten. Und natürlich ist es wichtig, die Durchblutung wieder zu gewährleisten. Da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Die sanftere ist, dass man mit Bienengiftsalbe, die man sich an die Halsschlagadern schmiert, versucht, die Durchblutung zu verbessern, ist eine Option. Zweite Option ist, dass man tatsächlich einen kleinen operativen Eingriff bekommt. Da wird dann mit einem Ballon die Vene aufgeblasen. Und da gibt es manchmal wenig Reaktionen, manchmal massivste Reaktionen, besonders von sehr weit fortgeschrittenen MS-Patienten, wo plötzlich das Gehirn wieder normal durchblutet wird und auf einmal wieder Funktionen da sind, die vorher nicht mehr da waren. Also eine großartige Möglichkeit. Das allerdings braucht eine Diagnose. Das wird in diesen CCSVI-Zentren gemacht. Und dann wird nachgeschaut, sind die Venen okay oder nicht? Ist eine OP sinnvoll oder nicht? Also das kann einer der Gründe sein. Das andere ist, dass man versucht natürlich das Endothel zu schützen, dass es nicht so sehr das Eisen rauslässt. Und das macht man mit verschiedenen antioxidativen Substanzen. Einige kennen OPC, kann man nehmen, ja, ist okay. Ist nicht das Einzige, es gibt andere, die auch sehr gut sind. Deep Purple ist eine Möglichkeit, ist eine Mixtur von der Firma biopure.eu. Aber es gibt, wie gesagt, auch unterschiedliche andere Varianten. Aber das Entscheidendste ist vor allen Dingen, diese Entzündungen aus dem Körper rauszuholen, indem man die Ernährung umstellt. Das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das heißt, eine Ernährungsumstellung, am besten vegan, aber zumindest milchfrei und glutenfrei, wenn die MS im Raum steht, damit das Endothel aus der Entzündung rauskommt. Nicht selten sind auch die tierischen Proteine aus Fleisch, Fisch und Eiern mitverantwortlich für die Entzündung von Blutgefäßen. Deswegen wäre es besser, komplett auf pflanzliche Ernährung umzusteigen. Also, um die Gefäße zu schützen. Dann ist wichtig, das freie Eisen, das von dem Fleisch ins Blut oder in den Körper gedrängt wird, dieses Hämeisen, das er nicht selektiv aufnehmen kann, wie pflanzliches Eisen, sondern das einfach reingepresst wird, könnte noch mit einer Rolle spielen, weil einfach dann irgendwann zu viel Eisen da ist, was natürlich dann noch mehr ausdringen kann. Das ist mal das eine. Das andere, diese Behandlung von den Keimen und die Behandlung von der Durchblutung. Damit haben wir eigentlich die Ursachen-Thematik. Und dann bringen wir das Immunsystem dazu, abzulassen von den Myelinscheiden, weil die Ursachen so nach und nach weggenommen werden aus dem Gehirn. Das heißt, man kann eine MS zum Stoppen bringen. Man kann den nächsten Schub verhindern oder verhindern, dass es weitergeht. In seiner Fähigkeit, sich selbst zu heilen und zu reparieren, ist es durchaus möglich, dass der Körper dann die Myelinscheiden wieder herstellt und dass vielleicht wieder ein normaler Status oder zumindest ein verbesserter Status quo hergestellt werden kann. Was an dieser Stelle noch wichtig ist, ein riesen Fortschritt ist in dieser ganzen Behandlung, dass man den Elektrosmog wegnimmt. Der Elektrosmog wirkt wahnsinnig stark auf diese belasteten Myelinscheiden. Und da gilt es nicht nur, den WLAN- und Handyfunk zu reduzieren zu Hause oder vielleicht unter einem Baldachin zu schlafen, der einen schützt vor diesen ganzen Strahlungen, sondern es geht auch um den Strom aus der Steckdose. Dieser niederfrequente Strom hat eine Sinuskurve, wenn man sich das so vorstellen mag, ja, diese Kurve, und die ist normalerweise nie glatt, sondern die ist immer so ein bisschen zackig.
Und dieses Zackige, das sind so Spitzen, die da entstehen im Stromkreislauf. Und die können groß oder klein sein. Und wenn die groß sind, sagt man dazu schmutziger Strom. Und dieser schmutzige Strom, dafür gibt es sogenannte Filter. Es gibt Filter für Strom. Die heißen Stetzerfilter. Und diese Stetzerfilter sorgen dafür, dass der Strom, der so zackig und schmutzig ist, wieder normaler wird. Warum wird er zackig? Das ist völlig unterschiedlich. Es kann sein, es hängen zu viele Verbraucher, die nicht positiv sind für den Stromkreislauf dran. Wir hatten zum Beispiel mal einen alten Entsafter von einer Firma, ich muss jetzt nichts sagen, ich möchte jetzt niemand schlecht reden. Einen Entsafter hatten wir einfach mal an einer Steckdose dran und plötzlich war der Strom total dreckig. Haben wir den rausgezogen, war der Strom super. Also das heißt einfach, oft so sind die Küchenräume belastet oder eben Wohnzimmer, wo viele elektrische Geräte dranhängen. Schlafzimmer sollte kein Problem sein, weil man da am besten nachts einfach die Sicherung ausmacht. Wenn man MS gefährdet ist, aber auch wenn einem sonst die Gesundheit am Herzen liegt, ausmachen. Und ansonsten ist es wichtig, mit den Stetzerfiltern zu arbeiten, um diesen schmutzigen Strom zurückzudrängen. Das kann man messen, da gibt es ein Messgerät, das ist der Stetzermeter. Den kann man nutzen dafür, um rauszufinden, ist der Strom schmutzig, A und B. Wenn ich weiß, dass er schmutzig ist, wie viel von diesen Filtern muss ich in dem Stromkreislauf denn anbringen, damit das Ganze gut funktioniert? Da gibt es eine Professorin aus Kanada, Magda Havas, die hat da viel geforscht und hat unglaubliche Sachen rausgefunden. Die Wirkung auf MS-Patienten und also diese Gegenwirkung MS-Patienten und schmutziger Strom. Wo Patienten aus dem Rollstuhl aufgestanden sind, nachdem sie die Stetzerfilter drin hatten. Und wenn die raus waren, mussten sie wieder in den Rollstuhl rein, konnten nicht mehr laufen. Also solche Phänomene waren da zu beobachten. Und das spielt schon eine große Rolle. Also mit dran denken. Schmutziger Strom kann das Ganze mit verstärken, beziehungsweise die Heilung verhindern und kann dafür sorgen, wenn man das Ganze in Ordnung bringt, dass der Körper sich wieder normalisieren kann. Alles, was das Immunsystem verrückt macht, ist auch das, was die MS dann schlimmer macht. Ja, ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergebracht. Das sind die Kernursachen, mit denen wir arbeiten in der Praxis. Ihr könnt sowas natürlich auch untersuchen. Ihr könnt verschiedene Wege gehen, um herauszufinden, ob ihr sowas habt. Die für mich beste Methode ist die autonome Regulationsdiagnostik, um das rauszutesten. Das könnt ihr entweder selber lernen über das Dr. Mama-System und testet, wie ihr sowas prüfen könnt. Oder aber ihr macht einen Termin aus zu einer Ferntestung und bekommt ganz einfach dann euer Ergebnis und seht, was da oder wie das funktioniert. Alle Links dazu findet ihr in der Beschreibung. Wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, abonnieren drücken und folgt uns gerne auf Instagram, da gibt es noch viel, viel mehr Informationen. Also gut, bis dann, ciao.